Durch Ungarn werde ich ja keinen Militärzugang bekommen, wollte ich sagen. Genau. Ja. Na gut, Handelsschützen. Ja, Ungarn ist mir eh egal. Kastilien will ja kein Bündnis mit mir. Wir sind aber ganz knapp dran. Das heißt, ich werde hier Beziehungen verbessern und den zurückrufen. Einfach damit ich noch einen freien Diplomaten habe. Ja. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, bis ich diesen Krieg gewinne. Ja, Venedig. Ja. Ihr wollt ja immer noch nicht. Wie viel kriege ich da noch weg? Wir übersteigen den Kriegsstand und die 12 von der Kriegsdauer. Moment, 12 von der Kriegsdauer weg, wären wir noch bei 69, also 169. Und übersteigen den Kriegsstand. Na gut, die kriege ich nicht ganz weg. Aber ist in Ordnung. Ich glaube, Ungarn kann auch nicht den Frieden machen, den sie machen wollen, weil ich Venedig belagert habe. Und weil sie noch gegen wen kämpft ihr eigentlich noch? Oh, auch nur gegen Venedig. Und die haben sogar weniger Kriegsstand als ich. Wow. Ja, weil sie halt Venedig nicht haben. Oh, und die Mamelucken haben ein goldenes Zeitalter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. 8 Jahre noch im Voraus. Sehr schön. Missionarsstärke. Dankeschön. Und fangen wir doch mal an zu missionieren. Und das bitte. Danke. Ja. Das heißt, um Ungarn angreifen zu können, müsste ich Spanien mit in den Krieg gegen die Mamelucken reinrufen. Oder so. Und Frankreich dann später noch in den Krieg gegen Österreich-Ungarn mit reinrufen. Okay. Oh, ersuchte Unterstützung, einberufenes, okay, von allen dreien, das ist nice. 150, ja gut, das geht auch noch. Okay, diese Musik, nächstes bitte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Danke. Vielleicht sollte ich die Medieval-Musik wieder rausnehmen, diese Mod. Ja. 74 komme ich eh nicht drüber, also holen wir uns nur 100. Ulemar. Jep. Komme ich da drüber. Gerade so. 65. 75. Admin-Hilfe. Und die Ymera. Parlament einberufen. Und militärische Hilfe. Dankeschön. So. Ja. Wollt ihr vielleicht jetzt mal meinen... Nein, immer noch nicht. Aber nur noch um 6 Punkte. Gut. Nächste Miltag. Sehr nice. Dann haben wir eine Kampfstärke Kaff, aber Disziplin. Ja. Jetzt wird eigentlich nur noch gewartet. Ja, von mir aus. Es wird nur noch gewartet, bis ich hier einfach mal Frieden schließen kann mit Venedig.
Immer noch nicht. Aber kurz davor. Müssen wir auf 80% warten. Haben wir sie? Nein. Naja, vielleicht geht's auch so. Nee. Ich muss auf 80% warten. Gott dang it. Ja. 80. Hey, endlich. Gut, dann steigen wir mal aus dem Krieg aus. Gut, das bedeutet, ich kann mit denen jetzt einfach mal wieder hier runterlaufen. Dann schauen wir mal. Kotor habe ich mir geholt. Ilbasan. Korfu. Und das war's. Nein, war es nicht. Kreta habe ich mir noch geholt. Dann bringt mir das irgendwie was im Sinne von. Nein. Aber ich krieg einen Anspruch einen dauerhaften auf Bosnien und die Walachei. Gut. Dann wollen wir doch mal koren. Ja, gut. Okay. Ja. Venedig ist nicht länger ein gültiger Rivale für mich. Bündnis? Leute. Ja, ist ja klar, dass Venedig kein nicht mehr länger ein gültiger Rivale für mich ist. Wen habt denn ihr so als Rivalen? Ja, toll. Österreich bringt mir nichts. Wen kann ich denn eigentlich noch so auswählen? Polen könnte man sich holen. Kastilien will ich nicht. England bringt mir nichts. Also wird's wohl Polen. Dann werden's die Polen. Na gut. Embargo aufheben. Dann werden's halt die Polen. Okay. Dann werde ich aber auch gleich ein Embargo gegen Polen verhängen. Ja. Polen-Litauen. Würde mich interessieren, wie viele Truppen die haben. Oder wem gehört eigentlich Moldawien? Erstmal so gefragt. Von Polen, okay. Nur schon mal für später. Polen und Litauen. Obwohl, warte mal, mit wem ist denn Polen verbündet? Brandenburg. Polen, Litauen und Brandenburg. Na. Polen, Litauen und Brandenburg. Wie viele Truppen sind denn das? Zurzeit null? Okay. Also Polen und Litauen. Ja. Die haben wie viele Truppen? Oh, ich bin bei Schiffen. Ja, das erklärt so einiges. Dann nochmal Brandenburg. Ja. 12.000. Ja, 12.000. Litauen 17, sind wir bei 29 und Polen 29, 29. Ja. Ah, Oh, die haben 40.000, 69.000. Oh, okay, gegen die kann ich noch nicht ankommen. Nur mal kurz gefragt. Ungarn. Kastilien macht immer noch mit. Na gut. Frankreich macht nicht mit. Wieso? Haltung gegenüber Feinden. Ja, toll.
Gott. Diese Franzosen. Wo sind... Ach, da sind... Ich wollte gerade fragen, wo sind meine Truppen abgeblieben? Ja. Anscheinend nirgendwo. Sozusagen. Dukaten, bla. Ja gut, hier schenke ich euch. Ja komm, jetzt Kurt. Vielleicht mal heute noch. Oh, Kurdistan und Karaman. Na, wo ist denn eigentlich Kurdistan? Das ist Mesopotamien. Oh, hier. Krass. Ja, komm. Machen wir. Erstmal Kurdistan. Wie viel brauche ich hier noch? Dafür 34. 34, das sind noch 2 Monate. Na gut. Kleinen Augenblick bitte. Und danke. Ja, nächste Diptech. Kastilien. Okay, dann wird es mit Kastilien nichts mehr. Wir sind mit Ungarn verbündet, meinem Rivalen, und ich bin mit deren Rivalen Frankreich verbündet. Okay. Ui. Entschuldigt bitte. Wo? Villa Barda, okay. Ist mir auch egal. Bellabarda war ja nichts, was mir noch nicht gehört hätte. Ja, gut. Ja. Wieso ist eigentlich... Okay. Gut, das heißt... Hier 0, 0, 0. Einfach erstmal alles durchgucken. Hier haben wir 3,3, weil es konvertiert wird. Couture, weil ich drin stehe. Hier, weil ich drin stehe. Es ist auf 0. Ach, komm schon. Korfu 1,2 und Kreta, meine Fresse, auch 1,2. Sollte sich aber bald widerlegen. Ich will jetzt auch so langsam gegen die Mamelucken. Okay, Tripolitanien. Okay. Ich habe ja verstanden. Ihr seid mächtig geworden. Muss ich natürlich wieder mal für andere den Dreck wegräumen. Nichts gegen Armenier. Aber... Nationalisten in dem Spiel, die nicht in deinem Land kommen oder spawnen, das ist zum Kotzen. Oh, gerade noch so. Dann läuft wieder hier runter. Ach ja. Ja gut, ich bin an meinem Limit, ist auch okay. Ich fahre mit denen aber jetzt schon mal hier runter. Und mit denen... Wo habe ich denn eigentlich noch? Ilbasan dort, unendlich lang, genauso wie Kotor, okay. Das sind halt die zwei Provinzen, in denen ich gerade stehe. So. Haben wir... Wir haben... orthodoxe Fanatiker, meinte ich.
Ist in Ordnung. Na, warten wir halt kurz. Genauso wie die schiitischen Fanatiker, da warten wir auch kurz. Hui. Huiuiui. Ja gut, das bisse. Das bisse. Und. Ja gut, das geht. Dann werden wir halt mal das nächste konvertieren. Ja, hier mal noch kurz auf die Schiiten warten. Da sind sie weg. Dann konvertieren wir Malatya. Gut. Ja. So, die Frage ist, werde ich jetzt schon gegen die Mamelucken gehen? Die Mamelucken sind verbündet mit Anitza, mit Dina und Akuyunlu. Also mit den dreien. Gut, das geht. Wie viele Truppen haben die Mamelucken gleich? Nochmal, die haben 44.000. Wird also kein Zucker schlecken. Also so viel steht schon fest. Ja. Regierung reformieren. Was bringt mir da eigentlich gleich nochmal das nächste? Okay, nicht wirklich viel. Halab ist eine Festung. Gut, hier haben wir ein Einer und hier ein Nuller. Gut, okay, hier haben wir noch einen Einer. Der kann sich ja dann um Mardin kümmern. Hier habe ich Ansprüche. Hier habe ich allerdings auch Ansprüche. Was ist denn hier am meisten wert? 25. Die Maschke ist noch 20. Ich muss sowieso zwei Kriege führen, also wegen Halab. Ja. Wo haben wir's? Hier haben wir's. Oder kann ich mittlerweile schon. Ne, kann ich noch nicht. Also auf 80.000 Truppen erhöhen, meinte ich. Gut, dann machen wir Halab. Medina macht nicht mal mit. Okay. Ja, ihr macht mit. Und ihr macht mit. Gut, dann gehen wir gegen die Mamelucken vor. So, das heißt, mit euch nach Halab, mit euch nach Antiochia. Einen Tag warten, mit euch hierhin und dann da stehen bleiben. Sehr schön. Schnell besetzen oder belagern und nach Mardin. Sehr schön. Ne, ihr bleibt mal dort stehen. So. Ach ja, mit meinen Schiffen könnte ich mal noch irgendwo hinfahren. Können zum Beispiel das machen. So, nächstes ist. Kriegsstollen kostenlos brauche ich nicht. Nehmen wir das. So, nehmen wir den Kampfbonus. Ja, gut, wenn ihr euch da hinstellen wollt, dann macht das. Ja, toll. Sind natürlich die hannibalitischen Gelehrten ausgelaufen. Holen wir uns aber direkt wieder. Ja. So, jetzt geht das Wörterspiel erstmal weiter. Oder wieder los, je nachdem. Okay, mein leichtes Schiff verloren, aber sonst.
passt alles, Adana und reparieren lassen. Ja. Sehr schön. Na, dauert's noch lang. Die werden den Frieden eh noch nicht annehmen. Wer wäre dabei? Ja gut, die Mamelucken. Ak, Kuyunlu gibt's ja dann nicht mehr. Dadurch, dass es ein Separatfrieden ist, kann ich auch gut und gern den machen. Ich hätte Ak Kuyunlu, glaube ich, mit reinrufen müssen. Anitza ist ja eh schon mit dabei, oder? Ist Anitza mit dabei? Ja. Gut, dann hätte ich sofort mit reinrufen müssen. Die Frage ist, wo wollen die hin? Und es sind 28.000. Ich laufe mit denen runter nach Raqqa. Sehr schön. Dann werde ich jetzt gerade mal hier ein bisschen warten, bis die den Fehler machen und in irgendeine Festungsprovinz laufen. Gegen Genua, Ungarn, Hemene, 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 Hemene. Beleidigung. Oder haben wir hier irgendwo irgendwas mit Bergen? Nein. Ja, haben sie das halt besetzt. So. Das heißt, ich laufe mit denen mal hier hin. Okay. Ne, mit denen laufe ich dahin, mit denen hier hin und die sind als Verstärkung da. Mal schauen, ob die... Okay, die brechen ihre Zelte nicht ab. Das ist gut. Das ist sehr gut. Auf und nach Senjev. Und mit euch nach Diyarbakir. Wegen Verteidigungsbonus und so. Oder lauft auch mit hier rein, kommt. Sehr schön. So, dann machen wir hier einfach mal das Türchen zu. Und mit denen hier hin. Aber ich glaube, bevor ich das Türchen zumache, mache ich den. Stell hier einen ab. Und lauf mit denen weiter hier runter. Und stell hier noch einen ab. Und okay. Dann läufst du mit nach Tadmor. Legalismus, sehr schön. Und du läufst auch gleich noch mit runter nach Tadmor. Weil so wie das aussieht, wollen die mich angreifen. Irgendwo. Bald. Ja, wollt ihr mal hier runterkommen? Dankeschön. So, das heißt, ich würde mit denen nach Dimashq laufen. Auch wenn das vielleicht nicht nach der besten Idee aussieht, aber passt schon. Oh, jetzt kommt die protestantische Reformation. Reformation oder so, keine Ahnung. Autonomie monatlich minus 0,05. Kulturen fördere ich eh so gut wie gar nicht. Ach ja, und die sollen hier unten mal schön, wie viel?
Bonus von, ja, wie viel Verschleiß erhalten die? Hab ich das gerade irgendwo überlesen? Arabische Sanktionen, Versorgungslimit. 4,2% Verschleiß. Hey. Wollt ihr schon raus? Ak. Kuyunlu. Oh, die wollen schon raus. Haben die hier irgendwo noch Truppen drin stehen? Muss ich mal kurz gucken. Nein, das ist sehr schön. Gut, also dann tschüss. Hochschrauben. Korn. Hochschrauben. Korn. Entschuldigung, da bin ich gerade ins Mikro gekommen und musste husten. Ich werde mir auch bald einen Schluck genehmigen, sobald ich die nochmal zurückgeschlagen habe. Ja, 4,2%. Ich musste an Bewegungen schon sehen. Steht ihr wieder hier oben? Ihr fahrt in die Bucht von Alexandria, also hier rein. Sollen sie das mal machen? Okay, die wollen, wie es scheint, mich wirklich angreifen. Fragt sich halt nur, wo. Okay. Es wird sich ja aber bald rausstellen, rauskristallisieren oder sowas. Ja. Kann sich nur noch um Jahrtausende handeln. Juhu, die Maschk. Trockenland, was ist meine Hauptstadt? Ackerland. Na, ganz toll. Ja, wisst ihr was? Sollen sie nach Dimaschk laufen? Oder auch einfach weg? Das geht natürlich auch. Na. Wer ist schneller weg? 29.3. Ist sehr schön. Ja, Anitza ist auch mit dabei. Okay. Na gut. Auf und nach Jaffa. Oh, die osmanischen Partikularisten. Billabarda. Woran liegt's in Billabarda? Und wo ist überhaupt Billabarda? Ach ja, hier. Billabatra. Ein Unruhe wegen Kriegsmüdigkeit und Überdehnung. Religiöse Einheit, öffentliche Schulen. Also Billabarda lieber mal noch nicht. Dann gehen wir erstmal hier hin. Nach Korfu. Hey. Beste Idee, die ich ever hatte. Oh Mann, ey. Jep. Dann haben wir das halt besetzt. Sehr schön. Ja. Das haben wir jetzt auch besetzt. Das ist auch sehr gut. Mit denen laufe ich. Kann ich nicht, weil Al-Karak eine Festung ist. Mist.